Moin, moin, weiter geht's mit Hogwarts. Und ja, ich habe den letzten Kampf hier verloren gegen diese komischen Verbrecher. Aber die Spinnen haben wir besiegt. Das sind einfach zu viele gerade da oben. Ich muss ein bisschen stärker werden, bevor ich hier wieder zurückkomme. Aber wir Wieder können mal ja auf mal. Abenteuertour? Naja, wir müssen ja eigentlich gar nicht hier im Verbotenen Wald sein. Aber ich finde es eigentlich recht spannend, hier alles durchzuforsten, weil. Das Hogsmeade. Weil man ja hier einiges finden kann. Aber wir laufen mal kurz weiter. Wir machen mal kurz ein bisschen hier. Was ist das denn? Na, guck mal, Kohle finden wir auch zwischendurch. So, wir gucken mal, wo wir jetzt noch hinkommen können. Überall. Und wir müssen auch noch ein paar Sachen machen. Mit Gegnern, wenn man hier guckt. Wir haben ja auf jeden Fall hier bei den Aufträgen nochmal vorher Aufgabe. Und wir haben Unterrichtsstunde haben wir noch. Gut, das andere haben wir eigentlich schon für Tag und Künste. Unterricht am Tag besuchen. Das können wir machen. Ist eine gute Idee. Dafür müssen wir aber natürlich dahin reisen. Hier haben wir schon einiges entdeckt. Dann lass uns mal dahin reisen. So. Karte von Hogwarts. Da müssen wir hin. Nein, wir wollten Verteidigung in die dunklen Künste machen. Oh, da können wir eigentlich auch als erstes hin, oder? Geht auch. Ja. Reisen wir da erstmal hin. Und machen erstmal das. Und danach die Verteidigung gegen dunklen Künste. Schulunterricht, Schulunterricht, Schulunterricht. Pflichten, 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 ne? Wie schön, Sie zu sehen. Dann müssen wir längs runter. Ja, noch weiter runter, okay. Na, geht schon ein bisschen weiter runter hier. Ja? Jetzt sind wir ein bisschen, glaube ich, in der richtigen Richtung. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Revelio. Hier. Ah. Die Auroren will die magische Strafverfolgung, der. Ja, das ist wer. Durch den Potter-Clan. Lass mal loslegen. Wo ist die Lehrerin? Auch dort anfangen, okay. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Okay. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Okay. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Oh, verdammt, wir brauchten ja unsere Samen, ne? Aus dem Kräuterkundeunterricht. Na gut, gucken wir mal. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Okay. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Okay. Kessel in die andere Richtung rühren. Wollen wir doch mal schauen. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren.
Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edubus-Tranks üben. Professor Weasley hat sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Okay. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay. So, wo war sein scheiß Büro? Da hinten. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial. Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Sie sieht genauso aus wie der andere Typ. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Edubus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Guck mal da rein. Halten Sie Ihre Tränkestationen organisiert. Straßenköderfell haben wir. Was ist das? Betrifft Borgin und Burks. Bei Borgin und Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintergang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, dass wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein. Zusätzlich zu denen... Ah, okay. Ja, ist doch klar. Das wird wohl die Feder sein. Sein will, hat stets ein paar Tränke zur Hand. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edubus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Super. Wo war mein Topf da hinten, ne? Denken Sie daran, beim Brauen von Tränken muss man exakt sein. Oh, da hinten der Topf, okay. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. So. Seien Sie geduldig und raue Tränke nach freigeschalteten Rezepten an der Regel und Rezepten zu können, ganz den linken Kopf. Okay. Also. Endurostrank der. 30 Sekunden braucht das. Ah, ich werde mit dauerhafter Steinhaut bedeckt. Ist ja auch nicht schlecht. Das mit der Zeit, das nervt aber so ein bisschen. Oder? Ich warte, bis diese Sekunden dazu gelaufen sind. Aber mehr können wir nicht machen. Rüstkram, Stangen, fehlen uns so ein paar Sachen, okay. Wir können den ja mega Powertrank machen. 15 Sekunden ist ja okay. Okay. So. Und jetzt das Alpenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Ah! Oh. Was war das? Gut gemacht, Gary.
das nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Ja. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Keine Ahnung, wer es war. Soll ich ihm das beichten? Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt, damit Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Cool. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Okay. Mein Umhang wird noch das ganze restliche Jahr nach Gareth. Gut, noch Punkte dafür bekommen. Dann werden wir als erstes das nächste Ding machen. Nächsten Auftrag machen. Und zwar... Verteidigung gegen die dunkle Küste. Gut, da laufen wir jetzt hin. Ist ja nicht so weit, oder? Los geht's. Bam, ba, ba, bam, bam, ba, 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 ba. Keine Tür hier doch. Los raus da. Ach, mach die Tür auf. Ja? Yeah. Und hoch. So. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. So, wollen wir die auch mal testen. Gute Arbeit. Kurz so machen. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie eigentlich auch Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie,
Ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Auf jeden Fall. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Gut, auch abgeschlossen. Mal kurz an der Dings üben hier. Na, Puppe. Expelliarmus. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Expelliarmus. Perfekt. So, was gibt's noch für Aufgaben? Giftige Tapferkeit. Finden und betreten den verborgenen Kräuterkorridor. Das machen wir auch gleich. Ich will einmal zum Kräuterkunde-Dings laufen, weil da müsste es ja eigentlich... Muss irgendwie draußen sein, da so, ne? Weil ich will ja einmal... Ne, einmal hinreißen. Ich will einmal meine Samen holen. Die müssen jetzt ja locker fertig sein. Und die können wir doch auf jeden Fall mal abholen. Einfach mal zu schauen... Den Horizont. Hier drin, okay. Ja. Wieder bereit. In, oh cool, man kann wahrscheinlich mehr anpflanzen irgendwann. Kriegt sie gerade aus dem Ohr? Hat sie sich das gerade ins Ohr gesteckt? Die Tasse? Okay. Okay. Dachte ich jetzt gerade. Gut, Diptam-Samen haben wir. So, also die nächste Aufgabe, die wir machen, ist... wir machen mal die gekreuzten Stäbe. Da habe ich schon mal wieder Bock drauf. Das wir können direkt hier hinreißen. Das wird schon schwieriger werden, aber wir versuchen es mal. Warum auch nicht? Da ist er. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Definitiv. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Nö, ich gehe mal allein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Vielleicht war es auch dumm, allein zu treten. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner da sind. Diesen Sieg 1, 2, 3, 4. Ja, recht so. Okay. Durchbrich rotes Schild mit Schadenzauber, wie dem Feuerzauber. Den kennst du. Ah, okay. Incendio. Confringo. Legion Confringo. Oh. Expelliarmus. Oh nein. Oh, weg hier. Protego. Oh. Jetzt muss ich mich ein bisschen bitten. Okay, warte. Oh, ich bin besiegt worden. Hoho. Darf ich das normal machen? Bestimmt, ne? Das darf ich normal machen, oder? Oh. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Definitiv. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Legioso. Legioso.
Oh Mist. Protego! Incendio! Levioso! Confringo! Incendio! Erstmal eine platt und dann die nächsten. Oh nein! Okay. Halb so wild, halb so wild. Versuchst du es nochmal? Absolut. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Ah, wie dumm war das denn gerade? Incendio! Nein! Incendio! Confringo! Protego! Irgendwas, was ich gegen sie knallen kann, oder? Protego. So, warte mal. Was kann ich denn machen, damit ich sie da rausbekomme? Das war der Zauber, ne? Dann machen wir mal kurz. Akio. Nicht hier. Levioso. Er hakt hier ein bisschen, würde ich sagen. Ich kann nichts gegen ihn machen. Er ist... Was ist denn hier los? Ich kann ihn auch nicht anwählen. Dass ich hier so ein Ding rauswerf hier. Frisst er den? Ah, jetzt. Incendio. Oh. Wir können auch wegbekommen, wenn ich schon die auswählen kann. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Okay. Cool, cool, cool. So. Gut, dann gucken wir noch, was wir jetzt noch machen können. Bevor wir die Tante in Hogsmeade aufsuchen. Giftige Tapferkeit. Ich glaube, ich würde auch... Lass uns einmal noch die Zauberkombination üben. Gucken, ob wir da noch mal hin können. Okay, das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Da fliegen wir mal schnell hin. Beziehungsweise flohzaubern uns hin. Okay, das war jetzt Quatsch. Hallo, Lucan.
Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Und ich wurde weggeflogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass er das war. Das wäre genial. Hätte auch auf den Namen mal gucken sollen. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Okay. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. Also. Akio, Incentive, Leviosa. Nicht schlecht. Gut so. Akio, Incentive. Ausgezeichnet. Okay. Akio, Incentive. Oh nein! Nochmal. Okay, nochmal, pass auf. Akio. Mist. Mal. Akio. Incentive. Leviosa. Akio. Incentive. Wow. Wer macht denn so eine Kombination in der Luft, bitte da? Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiterübst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Okay. Wieder mal auf Abenteuertour. So, und jetzt? Mal hier hoch, aufdrehe. Dann nehmen wir jetzt die giftige Tapferkeit nochmal. Da müssen wir hin. Was ist denn da in der Nähe? Da kommen wir vielleicht dahin. Von da hinkommen, dichter ist es. Ich sitze dran, was ich gefunden habe jetzt. Was anderes, was noch dichter dran ist, haben wir gar nicht. Da kommen wir mal hier. Revelio. Diese Kaputtin gehörte Celine Wanterby und ist gerüchtefolge der einzige, der übrig geblieben ist von ihr. Diese Rüstung gehörte Sir Skirtletorp, dem Achtlosen, der törichterweise eine Bergtroll zu einem Spiel reisender Hero herausforderte. Witzig. So. Da. Geht wahrscheinlich nur diesen Weg hier. Kann man hier auch Kräuter sammeln? Nicht so viele anscheinend. Oh, warte. Okay. Komm mal weiter. Geht's hier runter? Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Wie dieser hier? Gehen wir da mal rein. Bessere Ausdrücke mit Hörern. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht.
Das stimmt wohl, dann machen wir mal hier den Lumos-Zauber dahin. Lumos! Mal kurz hier hochgehen. Dass da irgendwas liegt. Besonderes meine ich. Incendio! Da drüben ist eine Kiste. Ah, wie komme ich da rüber? Kann ich da rüber springen? Ah, es geht sogar. Protego! Okay. Gut, ein kleines Geheimnis gefunden. Incendio. Lumos. Incendio. Oh. Incendio. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Lumos. Incendio. Oh. Oh. Oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Wie kommen wir da rüber? Springen? Das hier. Kannst du auch anmachen? Incendio! Also im Kampf kann man das nicht so schnell bewegen, aber hier geht es eigentlich relativ gut. Warte mal. Ja, die kann ich nicht anmachen. Ja, also hier müssen wir auch nicht weiter. Revelio! Oh, da will Pflanze, okay. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa-Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Okay, den haben wir das Blatt. Ah, geht raus. Gehen wir hier raus. Zack. Das war jetzt nicht so schwierig. Wo Duncan sitzt. Ach, da ist die Falltür, okay. Ich will eigentlich auch nicht was sammeln hier. Gibt's nicht mehr. Ich dachte, gibt's hier noch andere Sachen, die man sammeln kann? Kann man gar nicht. Gut, dann lassen wir zu Duncan zurückkehren. Die Frage, wo er ist. Na, so weit ist er nicht weg, ne? Wo mag er sein? Wo mag er sein? Komm, auf der Karte ist vielleicht einfacher. So. Direkt neben ihn auftauchen. Freut er sich. Da unten ist er. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu... Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa-Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen.
Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Rivelio. So, wir müssen einmal kurz gucken, dass wir jetzt die letzte Aufgabe hier machen. Karte, ne, Aufträge, da. Ist ja noch das Mädchen von Ukadu da. Der Karte einmal zeigen. Wegpunkt festlegen. Okay. Wenn wir hier irgendwie rauskommen, dass wir da hinkommen. Das ist wahrscheinlich hier längs, ne? Na gut. Wir haben noch keinen Wegpunkt. Aber den kriegen wir schon noch. Ich könnte auch gleich von Jarvis. Triff dich in Lower Hawksfield mit Nettie O'Neill. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Wie eine Motte zum Rahmen. Falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Rivelio. Akir. Levioso. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Okay, das ist so ein Ding mit einer Treppe. Könnte von hier unten aus sein. Warte mal. Nochmal. Wo ist diese Skulptur? Habe ich die irgendwo schon gesehen? Ich glaube ja. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Akio! Rivelio! Was Ding da oben? Leviosa, Incendio, Lumos. Zurück okay. In den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ah, okay, das ist natürlich clever. Ah, guck das an. Dafür sind die Rahmen gedacht. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Wo ist sie denn jetzt hin? Ist ein Höhergang, okay. Sehen wir immer direkt. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Na, du bist hast dumm. Ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Naja, es wird ja mehr davon geben, wissen wir ja schon. Wie habe ich das übersehen? Rivelio. Ja, Lower Hawksfield wollen wir auch gleich hin, aber ich wollte... Wir haben ja noch was, ich habe ja noch was gefunden, warte mal. Ich würde auch gern wissen,
wie diese Rätsel hier gelöst werden. Warte mal. Hier. Aber hier? Also hier ist drauf. Na gut, die Rätsel müssen wir auch nochmal lösen. Nicht jetzt, aber die werden wir noch lösen. Definitiv. So. Jetzt geht's erstmal nach Hawksfield. Gucken, was uns Wanda erzählen will. Was alles machen hier? Schloss auf Stufe 2, das weiß ich noch nicht. Okay. Ich hoffe, ich krieg bald einen Besen, dass ich fliegen kann, ey. Oder einen Hypogreif. Wer brauche ich einen Hypogreif? Wo krieg ich den denn? Auch die Frage, ne? Oh, hier irgendwie auch mal kurz hoch. Was hier oben ist. Klar, was man mit Giftpilzen machen kann, aber es sind auf jeden Fall richtig viele. Okay, es geht immer höher, immer höher. Rebellion. Nichts. Ein bisschen eine Kiste. Illustra Umhang. Okay. Gucken wir uns gleich mal an. Da ist bestimmt ein bisschen mehr Stärke drauf. Verteidigung oder sowas. Offensive vielleicht. Ach, das ist der Eulenturm. Da geht's noch höher. Rebellion. Eulen von Hogwarts. In der Eulerei von Hogwarts gibt es Schuleulen und Eulen im Besitz von Schülern. Statuen haben auch irgendwas zu bedeuten. Bloß was? Da unten sehe ich ja das Symbol. Rebellion. Aber ich kann es auch nicht benutzen, richtig, oder? Oder kann ich das vielleicht? Akio. Nee. Noch nicht. Kommt aber bestimmt noch. Nun gut, lass mal runtergehen. Dann ist das Quidditch-Team, das Quidditch-Ding. Quidditch. Na, was wollte ich sagen? Ah, oh, das Quidditch-Feld, so, die Arena. Schade, dass Quidditch dieses Jahr nicht gespielt wird hier. Das finde ich ein bisschen langweilig. Das wird bestimmt noch später eingefügt, glaube ich. Als Update oder als DLC oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Falls ihr Näheres wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Hm.
Ich gehe hier wieder verkehrt. Na, gehe ich wieder richtig, weiß nicht. Na, no, nicht darunter. Dann ist ein Heißluftballon. Oder irgendwas. Was ist denn das? Ist schon ein bisschen wieder wie Zelda, ne? Wo man so viel erkunden musste. Wie Breath of the Wild. Oder Elden Ring. Okay, das sieht aus wie... Das könnte irgendwie so eine Aufgabe sein. Also so ein... Nennt sich das? Eine Herausforderung oder sowas. Gucken wir uns da auch nochmal an. So, erstmal holen wir uns hier das Ding. Hallo! Wie haben wir schon bekommen? Okay, ach guck mal, das ist da, wo wir hätten rausrennen können. Na gut. So. Mal bald mal da sein. Es wird schon Nacht. Ist das Hagrids Hütte? Nein. Das ist nicht die Hütte vom Waldhüter, oder? Die müsste, hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, wenn es die gewesen wäre, aber es ist sie auch nicht. Goofy mit Quaste. Ah, eine Truhe. Revelio. Kurz mal rausgehen. Was klingelt denn da? Irgendwo muss es doch sein. An. Muss es drin sein. Revelio. Da. Handbuchseiten, ein Satz Werkzeuge, die so mal vermuten verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenstände anzulocken. Okay. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Jetzt müssen wir echt mal Nettie finden. Sieht interessant aus. Sieht alles interessant aus hier. Sieht einfach nur fantastisch aus hier. Kann ich nicht anders sagen. Was ist das denn da? Geh mal hin, zu ihm kurz. Und dann gehen wir zu Nettie. Um Unterstützung bitten? Achso, dann machen wir dich. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley, von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du... Ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wieder zu haben. Ja. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Kann ich mir richtig vorstellen. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks.
Ich sollte dort danach tauchen. Jetzt aber noch nicht. Jetzt machen wir das hier. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Natti. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Cirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Natti. Sei auf der Hut. Hey. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen? Was geht hier vor sich? Wer droht wem? Da drüben. Hilft den Fremden. Das machen wir kurz nochmal. Hilft der Fremden. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Hast du deinen Verstand? Was passiert? Gib lieber... Habe ich ihn in einen Huhn verwandelt? Das wäre schon ziemlich cool. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Okay. Im Bereich Sammlung. Okay. Mit euch gehe ich nirgendwo hin. Ach, hier. Ich kann mich jetzt aufsuchen. Ja. Oh, besiege schwarze Magier. 7 von 10. Und noch mehr? Was in aller Welt ist gerade passiert?
Man weiß es nicht. Ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum kein Problem. Nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Was machst du denn? Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Wie außergewöhnlich. Merlin? Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Faszinierend. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Klar, ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Wie viel muss ich denn darauf tun? Einmal oder fünf Stück? Meine Güte! Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Incendio! Incendio! Merlins Bar! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Ah, okay. Incendio! Drei Säulen. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Reden wir mit ihr nochmal? Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Cool. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Die Prüfung Merlins. Auftrag abgeschlossen. Okay, jetzt haben wir noch mehr Sachen, die wir erforschen können hier. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gut. Ja, aber ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Aber wir können aber den Typen... Nee, den beschnacken wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.